Alto! Gut, Mutter, was zum Essen in dem Haus? Nein. Ja, danke, dann über. Nicht einmal das mit dem Sterben ist sicher. Man kann das nicht streng theoretisch beweisen, dass du und ich und der Ulf, dass wir einmal sterben müssen. Theoretisch könnte der Zellverfall abrupt stoppen, wenn wir nur genug dieser Metgetränke tranken. Alkohol? Was sprichst du? Du hast ja gesagt, Buttermilch hast du nicht. Zumindest keine aus Griechenland. Aha. Danke. Gibt's eine gute Suppe? Jetzt eine Suppe. Und sonst wenig. Wenig. Nicht viel. Ich kann nicht viel essen. Danke. Ich habe volle Fälle rein. Der Priester will, dass ich bei ihm beichte. Der Priester will, dass ich bei ihm. Was soll er denn beichten? Da müsste man erst was einfallen lassen. Gernobe, du. Ja, du bist saniert von Geburt auf. Die Blätter haben im Weißt du, Bruder Jen zahlt alles. Bruder Jen, kennen Sie einen aus beim Jen-Kredit? Naja. Sagt Ihnen der Rollover-Termin was? Nein, ich gebe mich nicht aus. Sagt Ihnen was der Rollover-Termin? Ich verstehe nichts. Rollover-Termin. Also das ist der Termin, wo das Geld fällig wird. Mhm. Also wenn der Jen oben ist, dann haben sie Pech. Mhm. Okay, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Mein lieber Priester, mit 19 Jahren, schreibt die Oma, hat man keine Sünden mehr. Da müssen die Jüngeren beichten gehen. Was, das ist Oma, keine Sünden? Ich möchte ihre Unterschrift. Super. Ich hab keinen, gell? Ja. Ich hab keine Sünden mehr. Bitte unterschreiben. Nächstens, dass ich mal ein bisschen spät in die Kirche komme. Schau. Unterschreiben. Kette Polhammer. Mach uns ein Foto mit dir, Oma. So ein Bussi. So, das war's. Super! Na, das war mir der Fazit. Wenn das meine Frau sieht. Das ist halt die späte Liebe. So. Er muss wegfliegen. Bitte schau. Aber beichten kommt sie nicht zu dir.